Deine feige kleine Kreatur lauert irgendwo hier in den Schatten. Ihr wird sich erinnern, mein Schatz. Wir werden ihn zwingen. Ja, ja, ja. Wir brauchen es zurück. Wir brauchen es. Schweig. Sei still, mein Schatz. Du glaubst, es wäre so leicht, sich an mich ranzuschleichen? Nein, nein, tut uns nichts. Was wollt ihr davon? Leuchtender. Ja, wir kennen ihn. Leuchtender Herr, komm zu uns. In unseren Träumen. Du siehst mich. Elende Kreatur! Der Schatz. Er hat sie gezeigt. Er hat uns die Schätze des leuchtenden Herrn gezeigt. Genug der Menschen. Ja, ja, wir schwören es. Wir schwören, dem leuchtenden Herrn zu dienen. Wir zeigen ihm seine Schätze. Tollum, tollum. Ich traue ihm nicht. Wir brauchen ihn. Willst du nicht erfahren, wie ich bin? Du hast Ziel abgeschlossen. Natürlich. Wäre auch ganz angenehm. Wir brauchen ein paar Kräuter. Willst du mir wirklich sagen, dass jetzt hier schon ein Wurm ist? Okay, gut, ich will mich da nicht, da will ich mich nicht gegen wehren. Gut, wie machen wir das jetzt? Haltet euch von seinen Pranken fern! Bringt ihn aus dem Gleichgewicht! Du hast mich getroffen! Ach komm. Was war das gerade? Dinge geschehen! So, komm mal her, mein Freund. Gib mir mal Informationen. Informationen sammeln. Da ist ein neuer Hauptmann. Mock Genickbrecher. Danke. So. Da rollt das Köpfchen. Hö! Karagor! Achtung! Es ist ein Karagor! Tor! Nein, ich hab die falsche Taste gedrückt. Aua. Wir wurden vom Karagor getötet. Gut, zum Spiel zurückkehren. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Das ist hilfreich. So, was gibt's denn so gerade? Ausgestoßener, ein Artefakt. Noch ein Artefakt, da ist noch ein Artefakt. Hier muss es vermutlich noch irgendwo einen Turm geben. Ich gehe davon aus, dass... Ah ne, die Türme sind ja auch alle markiert. Okay, genug geschwachsinnig. Gut, machen wir mal einen Machtkampf. Wen haben wir denn da? Bagabug. Der liegt ja immer noch. Wie oft haben wir jetzt verbrannt?
Hast Brandwunden, gerät in Wut und er brennt. Aha. Okay. Kann durch Schleichtodesschüsse sofort getötet werden und hat Furcht vor Karagor. Haben wir die Möglichkeit, irgendwie einen Karagor anzulocken oder so? Wenn du die Chance hast, den Waldläufer zu töten, dann ergreif sie und du wirst belohnt werden. Sekunde. So, ist er alleine? Der ist natürlich nicht alleine. Aber das ist richtig. Ich rette mit dir mein Fass, Grog und einen halben Sklaven, dass du nicht den Mut hast, dem Hauptmann zu sagen, was für ein feiger Lügner Glock ist. Was hat er jetzt gesagt? Er hat gesagt, du hast die Bleichhäute entkommen lassen. Hat er das? Dann geht mir aus dem Weg, wenn er in der Nähe ist. Ich werde ihn persönlich töten. Gut, wie kommen wir an den ran? Der hat eine Patrouille aus zwei Leuten, die wir anlocken können. Ja, wir jagen jetzt. Wir machen die Jagdherausforderung später mal. Vorsicht. Jetzt stehen die da nur so blöd rum. Bewegt euch doch. Schnauze da oben. Wir arbeiten hier gerade. So, jetzt gehen die weiter. Jetzt können wir dasselbe machen, was wir vorhin auch getan haben. Das funktioniert ja ganz gut. Komm, komm. Bevor irgendwas... Boah, das war knapp. Und jetzt bist du wohl mal ruhig und bleib tot. Okay, danke für deine Rune übrigens, bester Freund. Bei einer Schleichtötung 70% Fokus ist er her. So, haben wir ein bisschen Macht kassiert. Wir wollten zum Machtkampf, wo wir schon davon reden. Hier gibt's nichts als ein paar alte Felsen. Weiß nicht, was manchen Orks hier solche Angst einjagen. So, ein Machtkampf. Dann schauen wir uns den mal an. Besiege Ashgarn, den Zerschmetterer, um eine besondere Belohnung zu erhalten. Ein Elite-Hauptmann. Ah, können wir mal gespannt sein. Inwiefern unsere Kreativität ausreicht. Tötet zuerst alle Anhänger, okay? Das dürfte machbar sein. Was ist das? Okay, der eine lädt noch. Oh, oh. Schrag. Ja, ja, ist ja gut. Hören auf mich und folgen meinem Ruf. Du? Du bist allein. Ja, ja, genau. Sekunde, wir müssen erstmal noch ganz kurz deinen Kollegen hier aushalten. Was war das jetzt gerade? Zerschmettert! Und jetzt einmal hier, so und so. So, der nächste ist mal ein bisschen ein mitgeben. Noch niemand von euch ordentlich geprügelt. Oh Mist, da haben wir gerade verkackt. Da haben wir gerade schon da verkackt. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ausweichen, rennen, Kräuter. Hopp, hopp, hopp. So, erstmal gucken. Was kann er denn so? Ashgarn. Schaden durch Explosion, kann durch Explosion verwundet werden. Erleidet Schaden durch Kampfvorstöße. Aha. Immun gegen Fernkampf. Mehrere Angriffe, die einzeln gekontert werden müssen. Killgriff. Auch nett. Nahkampf mit hohem Schaden kann nicht gekontert werden. Auch nett.
Ruft Verbündete in der Nähe auf, okay. Ist von einem Gefolg umgeben. Beim nächsten Mal ist er tot. Ist er das? So, sei mal ruhig. Sei mal ruhig. Nicht den! Ach, auch gut. So, Schnauze. Dummer Kerl. Du bist tot. Oh. Au. Boah, Gott. Rennen. Hüpfen. Hüpfen. Ne. Wer ist der jetzt? Ich habe dich beobachtet und auf den perfekten Zeitpunkt für den Angriff gewartet. Hier und jetzt beende ich dein nutzloses Leben. Gut. Wir müssen noch ein bisschen rennen. Wir wollen noch ein Kräuterli. Da. Komm, gib her. Da war doch ein Geräusch. Hier sind keine Geräusche, meine Freunde. So, erst einmal, wer bist du? Luga. Okay, für den wissen wir gar nichts. In dem Fall... Verrecke. Du hast keine Vorstellung von meinem... Huh, wir sind vergiftet. Schön, das zu wissen. Lüge. Ich hatte mich... Du! Noch einer! Ich könnte dich noch über mehrere Meilen bluten riechen. Dieser süße Duft bringt mein Blut in Wallung. Oh ja. Wie viel von euch soll es noch geben? Hol! Kann ich mal bitte kurz ein paar Kräuter, die haben? Menschen abschaum! Blutet ihn aus! Die Lage eskaliert gerade an mir, ich habe das Gefühl. Unter uns aufteilen! Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ach du Scheiße. Der Hauptmann ist schon wieder fort. Was meint ihr, könnten wir alles anstehen? Gibt's irgendwas zum Explodieren lassen? Nein? Ich bin nicht da. So. Das haben wir dich. Danke. Gut, da oben haben wir jemanden, der scheinbar schon geschwächt ist. Der Tag abschaut.
Schaum beklagt sich schon wieder. Oh, damit haben wir dich auch schon mal. Nee. Also erstmal Fähigkeiten freischalten. Wir können übrigens keine Fähigkeiten freischalten, außer das hier. Ein Karagor, aber... Gut. Attribute, mehr Gesundheit. Nehmen wir immer gerne. Luga. Über ihn wissen wir noch nichts. Außer, wenn wir es versuchen könnten. Wir haben uns doch diese... Weißt du was? Ich kann wirklich nicht mehr hören, für wie stark du dich hältst. In den Dreck, Made! Stirb! Ach du Elendiger! Aber wir haben keinen Elendiger. Können wir ihn auszehren? Können wir. Danke. Komm, komm her. Vernichtet den Herrn! Komm, hüpf! Hüpf, kletter hoch, du Elendiger! Komm schon! Oh, das, guck mal an, da ist Karagor. Wie ist das? Oh, hast Niederlagen, das ist nachteilig. Oh. Okay, der Karagor hat sich drum gekümmert. Auch schön. Es darf der Karagor uns nur nicht uns töten. Hüpf! Gib mal kurz die Rune her. Ist schon mal für den Dolch, natürlich. Gut, wo waren wir? Ja, der Typ da hinten hat Informationen, nicht wahr? Er hat Informationen bei sich gehabt. Die nehmen wir mal gerne an uns. Letztens habe ich seine Spuren. Und zwar für... Okay, den haben wir schon, was Stärken und Schwächen angeht. Sind bereits bekannt. Sind bereits bekannt. Der ist tot. Sind bereits bekannt. Dann mal 9. Möchte sich den Dunkelherrscher beweisen, befindet sich in Uruk über Übungsgelände. Okay, der Karagor ist sogar nicht normal aus. Ein bisschen unterwegs hier. Und der kann uns ganz gut wittern, wie es scheint. Selbst in Gefangenschaft sind diese Menschen noch erstaunlich zäh. Wir dürfen keine Milde halten. Okay, der Karagor weiß ganz genau, wo wir sind. Zwei! Wir sind so gefickt. Scheiße. Hui! Zwei! Renn! Hüpf! Krieg mich mal! Nun, was sollen wir jetzt machen? Haben wir eigentlich einen Fähigkeitenpunkt gerade frei? Ja, haben wir. Wenn wir schon mal dabei sind, Karagors reiten hier. So, unser... Auf dem Rücken des Karagors. Drücke zum Angreifen, dass er schlägt seinen Gegner. Zum Beißen, dass er tötet, niedergeschlagen und gewinnt Gesundheit. Um Fernkampfmodus zu wechseln. Ah, auch das ist nett. Herr Karagor,
der Feiglinge stattgehauen. Hui! Ey, Tag, wie geht's? Hohoho! Freundchen! Das Biest! Das hört sich nicht gut an. Der Information. Bitte hilf mir, meinen Bruder zu befreien. Er ist viel zu stur, um für diese Orks zu arbeiten. Absteigen. Halt! Okay. Karago hat die Aufgabe übernommen. Okay, wenn wir das Reittier aufzehren, dann kriegen wir keine Gesundheit daraus. Toll. Alles klar. Der muss ganz auch verarscht vorkommen. Ich habe überhaupt keine Kontrolle über die Stau. Ah gut, wo waren wir? Was sollen wir gerade machen? Karte.